Ich beschäftige mich schon sehr lange mit der menschlichen Psyche und als schamanischer Praktiker und Lehrer auch auf eine spezielle Art und Weise. Und irgendwie ist mir aufgefallen, dass es manche Menschen gibt, eher wenige, die haben spezielle psychische Fähigkeiten. Und die meisten haben diese nicht. Und das finde ich sehr auffällig. Auch gehe ich schon einiger Zeit der Frage nach, warum das so ist, warum manche die haben und andere nicht. Manche behaupten, es läge an der Veranlagung. Die Antwort finde ich aber irgendwie nicht, ja, finde ich irgendwie ein bisschen zu einfach. Und ja, vielleicht liegt es auch daran, wie man erzogen wurde und was man so mitbringt ins Leben, wie man geprägt wurde, ne, wie man programmiert wurde sozusagen von den Leuten in der Umgebung. Aber etwas anderes finde ich da viel, viel spannender. Und zwar habe ich auf jeden Fall bemerkt, dass ein schamanisches Training, so ein richtig intensives schamanisches Training, auch diese psychischen Fähigkeiten aktiviert. Nebenbei, so ganz nebenbei. Was ich beobachten konnte und warum ich das interessant finde, warum ich über diese vier psychischen Fähigkeiten ein Video drehe extra, ist, dass ich beobachtet habe, wer diese psychischen Fähigkeiten hat, der ist auch erfolgreicher und glücklicher im Leben. Das finde ich natürlich spannend. Und deswegen möchte ich dir diese nicht vorenthalten. Okay, was sind die vier psychischen Fähigkeiten? Die erste, die nenne ich Impulskontrolle. Damit meine ich, Emotionen da sein lassen, ohne daran zu haften. Das heißt, nicht nach den Emotionen impulsiv zu handeln. Ich mache mal ein Beispiel. Für dieses Beispiel musst du genau zuhören, weil das ist komplex. Gerne auch nochmal anhören oder noch ein drittes Mal. Okay, starten wir. Weil dieses Beispiel, das macht das sehr deutlich. Nehmen wir mal an, Person A sagt was. Und bei Person B kommt dadurch eine alte Emotion hoch, aus der Kindheit. Zum Beispiel sich ungerecht behandelt fühlen oder eine Angst oder ein Ärger. Person B, bei der diese Emotion hochgekommen ist, reagiert jetzt auf die eigene Emotion und überträgt das auf Person A, weil Person A das ja ausgelöst hat, aber nicht die Ursache ist. Und Person A bekommt dann die Reaktion quasi auf diese Emotion ab. Also Person B reagiert nicht auf das, was Person A gesagt hat oder getan hat, sondern Person B überträgt ihren eigenen Unfrieden bzw. die Reaktion auf die eigenen Emotionen auf Person A. Die arme Person A. Gut, die Person A ist am Gespräch beteiligt, deswegen es gibt natürlich einen Grund, warum Person A das erlebt, aber kann erstmal nichts dafür sozusagen. Hätte vielleicht ein bisschen achtsamer kommunizieren können. Jetzt stell dir aber vor, bei Person A löst das wiederum auch eine alte Emotion aus und da kommt was hoch. Und dann kannst du dir vorstellen, dann wird Ping-Pong gespielt auf der emotionalen Ebene und der Ärger ist vorprogrammiert jetzt sozusagen. Ich nehme an, das hast du irgendwo bestimmt schon mal erlebt, vielleicht sogar in deinen eigenen Beziehungen, vielleicht sogar bei dir. Soll ja vorkommen. Ich würde sagen, das ist was ganz Menschliches, das erlebt man ständig. Ne? So. Wenn aber jetzt Person B gar keine alte Emotion, also wenn da keine alte Emotion getriggert wird, ausgelöst wird, dann kann Person B mehr Mitgefühl Person A aufbringen und Person A helfen, weil Person A hat vielleicht irgendwie. Ist vielleicht gerade hilflos. So. Person B kann das aber nicht, wenn die mit ihren eigenen Emotionen im Gang ist. Wenn jetzt Person B getriggert wird, da kommt eine alte Emotion hoch bei Person B und sie reagiert aber nicht auf die eigene alte Emotion und überträgt das nicht auf Person A, genau davon spreche ich. Das nenne ich hier Impulskontrolle. Und wenn Person B es dann noch schafft, ihre alte Emotion bewusst zu machen, das in dem Moment mitzubekommen oder auch hinterher und sie da sein zu lassen und ihren Frieden damit zu finden und sie loszulassen, dann kann sie sogar noch eine Heilung erfahren und dadurch glücklicher und freier und friedvoller werden und kann Person A, die bei ihr das getriggert hat, sogar dankbar sein. Ja, dafür gibt es Wege, nenne ich Impulskontrolle. Halte ich für eine sehr wichtige psychische Fähigkeit. Die zweite psychische Fähigkeit, die nenne ich einfach mal mutig sein. Das heißt, das tun, was getan werden muss,
obwohl Angst da ist und das außerhalb der eigenen Komfortzone ist. Na, also wenn man wachsen müsste, sozusagen. Ein Beispiel. Ich habe im Laufe der Jahre viele Menschen kennengelernt, die irgendwas im Leben tun wollten, die was erreichen wollten, die mit irgendwas beginnen wollten. Beruflich Veränderungen oder irgendwas, neues Hobby. Aber irgendwie haben sie es nicht gemacht. Und die fanden dann immer da Ausreden, warum das jetzt gerade nicht geht. Ja. Und erst später, jetzt geht es gerade noch nicht. Eine Weile später dann gab es die nächste Ausrede. Und Jahre später haben sie immer noch nicht angefangen. So, nein. Und dann, vielleicht ist es nichts für mich, vielleicht bin ich nicht der Richtige, bla bla bla. Ne? Kann sein, dass die Umstände so nicht sind, aber wenn man nicht erstmal anfängt, den Weg zu gehen, dann sieht man gar nicht, ob man dafür bereit ist und so weiter und so fort und ob das richtig ist oder nicht. Man muss einfach was tun. Ne? Und in den Fällen ist einfach Angst da, die dafür sorgen möchte, die einen davor beschützen möchte, dass man sich nicht zu weit ins Unbekannte und nicht zu schnell ins Unbekannte vorwagt und erstmal bei dem bleibt, was man gewohnt ist und was scheinbar sicher ist. Ja, aber wenn man da, wo man ist, nicht zufrieden und glücklich ist, dann ist es vielleicht sicher, aber wenn man ja, glücklicher, erfolgreicher, gesünder, wie auch immer werden möchte, dann muss man jemand anderes werden und sich auf den Weg machen, auch wenn es unbekannt ist. Und wer sich nicht auf den Weg macht und mutig ist, der bleibt einfach auf der Stelle und ja, kommt nicht voran. Und an dieser Stelle muss man sagen, und manche machen das dann trotzdem. Die merken, okay, das macht Angst, das ist unsicher, ich weiß nicht, was dabei rauskommt, vielleicht ist es ein Risiko, aber egal, ich will nicht, dass es so bleibt, wie es ist. Ich will was verändern, ich weiß, es ist richtig, ich spüre es tief in mir, auch wenn viele Sabotagen da sind und es scheinbar so aussieht, als wäre es unmöglich, ich mache es trotzdem. Und selbst wenn ich jetzt erstmal den ersten Schritt gehe und dann erst mir den zweiten Schritt angucke. Und das heißt, trotz Angst sich öffnen, sich neu kennenzulernen und die eigenen Fähigkeiten zu erweitern und größer zu werden. Und das ist Mut. Und der erhöht auf Dauer auch den Selbstwert, das Glück und den Erfolg. Die dritte psychische Fähigkeit, die nenne ich Seelenruhe. Damit meine ich in stürmischen, krisenhaften Zeiten oder Situationen Ruhe bewahren, erstmal die Lage checken, bevor man was tut oder weitreichende Entscheidungen trifft. Ein Beispiel. Jemand gerät zum Beispiel in eine Lebenskrise und hat die Möglichkeiten, in dieser Krise sein Leben von Grund auf zu überdenken und wichtige Dinge zu verändern. Soll passieren. Ist mir auch schon passiert. Eine Krise ist eine Krise, weil sie alte Dinge an die Oberfläche bringt, um zu heilen und um zu lernen. Und manchmal ist das auch eine Korrektur des Lebensweges, wenn man zu weit vom Seelenplan sich entfernt hat. Wenn man zu weit davon abweicht, dann gibt es eine Krise, dass man die Chance hat, sich wieder mehr am Seelenplan zu orientieren. Oder das zu machen, was einfach das Herz erfreut. Und wenn derjenige dann aber sagt, Krise ist unangenehm, ich will das so schnell wie möglich da raus, kostet das, was es wolle, dann trifft er vielleicht vorschnelle Entscheidungen und bringt sich damit in weitere Probleme rein. Ne? Und wenn er aber erstmal Ruhe bewahrt und sich anschaut, was überhaupt los ist, kann er die Chancen, die Krise mit sich bringt, viel besser erkennen und diese ergreifen. Und damit die Krise so richtig meistern und Jahre später sagen, gut, dass die Krise da war, ich habe die Chance erkannt, ich habe sie genutzt und ich bin mit richtig guten Entscheidungen daraus gegangen und jetzt Jahre später merke ich, das ist das Beste, was mir passieren konnte zu der Zeit. Sowas. Ne? Also erstmal Ruhe bewahren, kühlen Kopf bewahren, erstmal sich was Gutes tun, anschauen, gucken, wo ist die Chance, wo sind die Möglichkeiten, wo kann ich weiter wachsen. Die vierte psychische Fähigkeit nenne ich klarer Wille. Damit meine ich Wissen und sich sicher sein, was man will. Viele wissen, was sie nicht wollen, das ist eher vertreten, weil das Ego Leid vermeiden möchte. Das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Oh, das war schlimm, das will ich nicht. Aber die Frage ist, was willst du? Und bist du bereit, alles zu tun, was es braucht, um das zu erreichen, was du willst? Wenn jemand nicht weiß, was er will und was seine Ziele im Leben sind, ist es in der Regel auch ein Energiemangel. Das heißt, da fehlt es an Lebenskraft. So.
dann fehlt es auch an diesem klaren Willen. Und jemand, der nur so vor Leben sprüht, der weiß in der Regel ganz genau, was er will und was er nicht will und geht einfach seinen Weg. Kannst du beobachten. Ja? Die Leute, die einfach wissen, was sie wollen, die haben viel Energie. Die Leute, die viel Energie haben, die wissen genau, was sie wollen. Die machen einfach ihr Ding. Und das heißt, einen klaren, zielgerichteten Willen haben, ist eine seltene psychische Fähigkeit, meiner Beobachtung nach. Und ist aber eine wichtige Fähigkeit, um erfolgreich und gesünder und immer glücklicher zu werden. Diese Fähigkeiten werden auch durch mein mehrmonatiges schamanisches Training gestärkt und ausgebaut. Wenn du wissen möchtest, wie genau das auch für dich funktionieren kann, dann melde dich sehr gern für ein kostenfreies Infogespräch bei uns.